Seit Wochen tobt ein heftiger Sandsturm auf dem Mars, wohl der heftigste, seitdem Menschen den Mars beobachten, und der hört einfach nicht auf. Anfang Juni entwickelte er sich, wuchs enorm an und umspannt mittlerweile den kompletten Planeten mit heftigen Konsequenzen. Herzlich willkommen bei Klick zum Science and Fiction. Ja, Mitte Juni gab es die ersten Konsequenzen. Die NASA musste mitteilen, dass der Kontakt zu ihrem Rover Opportunity abgebrochen ist. Ein absolutes Drama. Der Mars Rover Curiosity dagegen hat wohl noch Energie, und zwar aufgrund seiner Radionukleidbatterie. Forschungsteams nutzen jetzt alle Möglichkeiten, um das heftige Wetterphänomen genauer zu untersuchen. Ja, und wie man sich so einen Staubsturm auf dem Mars vorstellen kann und ob Opportunity wiederbeleben kann, das sind die Fragen. Ja, quasi jedes Jahr gibt es Staubstürme auf dem Mars. Teilweise sind sie groß wie ganze Kontinente auf der Erde. Doch der aktuelle Sturm ist besonders, denn mittlerweile umkreist er den ganzen Planeten. Solche Marsstaubstürme können plötzlich auftauchen und monatelang andauern. Bei dem aktuellen Sturm scheint es sich um mehrere kleine aktive Stürme zu handeln, die sich zusammengeschlossen haben. Wahrscheinlich ausgelöst durch einen einzelnen lokalen Sturm, der Ende Mai beobachtet werden konnte. Ende Juni deklarierte die NASA das Wetterphänomen als planetenumfassendes Staubereignis. Schon zu diesem Zeitpunkt waren 41 Millionen Quadratkilometer betroffen, mehr als Russland und Nordamerika zusammen. Und das hat Folgen für die NASA und ihre Rover auf dem Mars. Der feine Staub bedeckt ihre Paneele und stört die Elektronik. Anders als im Film Der Marsianer aber ist der Sturm bei lange nicht so wuchtig wie dort dargestellt. Das liegt an der dünnen Atmosphäre. Doch es gibt eben trotzdem negative Folgen, denn der Sturm blockiert das Sonnenlicht und der Rover Opportunity bekommt jetzt keine Sonne mehr ab, die seine Solarzellen zur Energiegewinnung nutzen könnten. Opportunity hat jedenfalls seit Mitte Juni keinen Kontakt mehr zur NASA. Er hat sich wohl weitestgehend abgeschaltet. Dies passiert, wenn die Akkuladung so weit fällt, dass sich der Rover selbstständig in einen Ruhemodus versetzt. Dann ist nur noch seine Uhr aktiviert, die ihn dann nach einiger Zeit auch wieder wecken könnte. Bis dahin sollte Opportunity wieder etwas Sonnenlicht gesehen haben und seine Akkus mit Energie aufgeladen haben. Dazu ein Projektmanager der NASA, John Callas: Wir machen uns Sorgen, aber wir hoffen, dass der Sturm aufhört und der Rover mit uns kommunizieren wird. Man könne durchaus noch optimistisch sein, denn seine Batterien hätten insgesamt noch 85% ihrer ursprünglichen Kapazität behalten, und das trotz der bereits mehr als 5000 Lade- und Entladezyklen. Es handelte sich schließlich um die besten Batterien im Sonnensystem. Glück im Unglück habe man auch, weil der Sturm jetzt im Sommer auftrete. Die Nachttemperaturen sind dann vergleichsweise mild. Nachts sind es um die minus 33 Grad Celsius. Dem Rover könnte ohne den Betrieb seiner Batterie dennoch im schlimmsten Fall dasselbe Schicksal drohen wie dem Rover Spirit, der 2010 wohl auf dem Mars eingefroren ist. Opportunity selbst ist schon seit Ende Januar 2004 auf dem roten Planeten unterwegs und hat die Ziele seiner Entwickler damit längst übertroffen. Ursprünglich war geplant, dass er 90 Tage lang den Planeten erkunden soll. Mittlerweile hat er in den 14 Jahren schon rund 45 Kilometer zurückgelegt. Der Mars Rover Curiosity dagegen verfügt wohl trotz des Sturms weiter über Energie. Das liegt an seiner Radionukleidbatterie, ich hatte sie erwähnt, die ihn unabhängig von Sonnenlicht macht. Bei all den Negativnachrichten sieht die NASA in dem gigantischen Sandsturm aber auch eine Chance. Forschungsteams wollen endlich mehr über dieses Wetterphänomen auf dem roten Planeten erfahren. Warum zum Beispiel treten sie in einigen Jahren auf, in anderen aber nicht? Warum sind sie manchmal so gigantisch und manchmal so klein? Wann und warum weitet sich ein regionaler Sturm zu einem globalen Phänomen aus? Antworten auf diese Fragen könnten dabei helfen, mehr über das Klima des Mars, aber auch über seine Vergangenheit und vor allem über seine Zukunft zu erfahren. Denn für zukünftige Marsmissionen, deren Pläne ja immer konkreter werden, wäre es sehr wichtig zu wissen, in welchen Dimensionen mit solchen Stürmen zu rechnen ist. Genau dazu ist jetzt eine absolut optimale Gelegenheit. Seit dem letzten großen Sturm im Jahr 2007 hatten Planetenforscher und Forscherinnen förmlich darauf gewartet. Denn langfristig gesehen plant man die Entwicklung von Modellen, die als Werkzeug dienen könnten, um solche Staubstürme vorherzusagen. Also vergleichbar mit den Vorhersagen von Hurricanes und so weiter auf der Erde.
Doch dafür ist erst einmal eine Ansammlung großer Datenmengen eine wichtige Voraussetzung. Drei Orbitsonden könnten das übernehmen. Zum einen der Mars Reconnaissance Orbiter MRO, der ähnliche Wetterdaten und Bilder wie irdische Wettersatelliten liefern kann. Zudem auch die Sonde MAVEN, die die obere Atmosphäre während des Sturms beobachtet. Und zudem auch die Sonde Mars Odyssey, die über eine Infrarotkamera verfügt und somit die Dichte und Beschaffenheit des Staubes analysiert. Erst in diesen Tagen hat die NASA jedenfalls klargemacht, dass der Staubsturm weitere Missionen in der Zukunft nicht verhindern wird. Man habe in den letzten beiden Wochen beobachten können, dass der Sturm seinen Höhepunkt erreicht habe und sich die massive Staubmenge in der Atmosphäre langsam beruhigen wird. Ende November soll ja der InSight Lander auf der Marsoberfläche abgesetzt werden. Man gehe fest davon aus, dass der aktuelle Sturm dann abgeflaut sei. Doch selbst dann gehe man von einer Art Staubnebel aus, der dann weiter in der Marsatmosphäre hängt. Der mache nicht nur die Landung selbst zu einer Herausforderung, sondern könne dann ebenfalls den Einsatz der technischen Geräte behindern. Wenn ihr keine Videos dazu, wir werden natürlich über die Folgen berichten und über die Landung und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir von allen Videos und zwar noch bevor es die Leute hier auf YouTube erfahren und zwar täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal, Klick zum Social Media abonnieren, da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter damit, dafür auch draufklicken, Sensationsfund auf dem Mars. Der ist wirklich sensationell. Bis dann. Bleibt dran.